So, hallo zusammen. Ich bin vor ein paar Minuten zu einer mehrteiligen Tour gestartet. Und zwar hier im Schwarzwald in Baiersbrunn. Ich möchte die nächsten 5 Tagen den Baiersbrunner Seensteig laufen. Das sind 5 Tage, etwa 95 Kilometer, 3000 Höhenmeter. 3 Nächte verbringe ich auf Trekkingplätzen und die letzte Nacht werde ich dann in der Pension verbringen. Für heute ist eigentlich noch Sturm angesagt. Mal gucken, wie es wird. Im Moment ist es eher noch ein laues Lüftchen. Ansonsten sollte das Wetter gut werden. Mal gucken, wenn es zu arg wird, muss ich dann wohl oder übel zwischendrin vielleicht doch mal abbrechen. Mal schauen. So, jetzt zwischendrin hat es jetzt doch schon mal ganz schön ordentlich gewindet. Jetzt geht es gerade wieder. Mal sehen, wie es nachher auf dem Platz ist. Ich hoffe nicht ganz so arg. Wenn ich es richtig weiß, liegt der Platz ein bisschen im Tal. Sollte dann vielleicht einigermaßen geschützt sein. Ja, ansonsten muss ich mal gucken, wie gesagt, entweder kürze ich doch ab oder breche es ab heute und komme morgen wieder. Oder ich gucke mal, ob ich in der Hütte schlafen kann. Ja, mal sehen. Irgendwas wird mir schon einfallen. Puh. Und es ging doch jetzt ganz schön bergauf. Vom Senkenbach, Wasserfall. Ganz toller Pfad. Sehr schönes Naturdenkmal.
Der Abstecher über den Abenteuerpfad hat sich wirklich gelohnt. Schon anspruchsvoll, da muss man ein bisschen aufpassen, wo man seine Füße hinsetzt. Aber solche Pfade, die helfen einem immer wirklich abzuschalten und an nichts anderes zu denken als daran, wo man seinen Fuß als nächstes hinsetzt. Das ist ja letztendlich auch das, was man sucht auf den Wanderungen, den Kopf frei zu bekommen. Das ist schon wirklich bezaubernd hier im Schwarzwald. Überall gluckert und rauscht es. Fast überall fließt ein Bächlein. Sehr schön. So, ich habe jetzt noch gut 500 Meter bis zum Camp. Die letzten Kilometer, die haben sich schon ganz schön gezogen. Aber bald ist es geschafft. Es geht jetzt nochmal kräftig bergab. Bin ich in einem Camp angekommen. Da sollte es sogar einen Brunnen geben. Bin mal gespannt. Bin auch mal gespannt, wer sonst noch da ist. Ob noch jemand da ist. Das Wetter hält sich immer noch gut und Sturm nicht zu sehen. Das ist ein bisschen windig, aber das ist nicht so dramatisch. Also mal schauen, ich bin gespannt. Na, da habe ich wirklich Glück gehabt. Gerade als ich hier am Platz angekommen bin, waren noch die beiden Jungs da, die sich um den Platz kümmern. Zwei Freiwillige. Der eine macht Bundesfreiwilligendienst und der andere freiwilliges ökologisches Jahr. Und was haben die Jungs noch springen lassen? Ein sehr schönes, frisches Radler. Genau das habe ich jetzt gebraucht.
Ja, eine Wasserquelle direkt am Platz. Die Hütte hier gehört auch zum Platz. So, mein Zelt steht. Wie ihr seht, gibt es hier im Nationalpark Plattform, auf dem man sein Zelt stellen muss. Das hätte jetzt erstaunlich gut geklappt. Besser zumindest als neulich im Elsass. Da war ich auch nicht so gut vorbereitet. Ich habe solche, ich glaube, die nennt man Fischgrät-Heringe oder irgendwie sowas. Die steckt man in die Fugen von den Dielen, dreht sie und dann verhaken die sich nach unten. Die machen jetzt nicht so den wahnsinnig robusten Eindruck. Ich bin mal gespannt, wie lange die halten. Das sieht dann so aus. Funktioniert aber erstaunlich gut. Noch eine nette Sache. Jede Plattform hat hier eine Kiste zum sicheren Verwahren der Lebensmittel. Das ist schon fast Luxus. Die Mäuse wird es nicht freuen. Es ist jetzt 8:30, kurz vor 9. Ich habe mich schon in mein Kilt gekuschelt. Ist doch relativ frisch draußen. Dauert noch ein bisschen, bis mir warm wird, denke ich. Ja, ist keiner mehr gekommen. Ich bin also alleine hier auf dem Platz. Der Wind rauscht ganz ordentlich draußen. Den nahen Bach hörte ich auch. Also, ich bin gespannt, wie ich schlafen werde. Die Tour war heute sehr schön von Weißbraun hier rüber zum Camp. Ehrlich gesagt muss ich nur mal gucken, wie dieses Camp überhaupt heißt. Das weiß ich gar nicht so genau. Ja, sehr abwechslungsreich, tolle Pfade, schöne Aussichten zwischendrin, immer wieder auf viel Wasser und natürlich, wie der Name des Steigs schon sagt, zwei tolle Karseen, also Seen, die Überreste der letzten Eiszeit sind. Ja, jetzt bin ich gespannt, was die Nacht bringt und vor allem, was der Tag morgen bringt.